schon wieder ins Mikro. André hat mich auf die Idee gebracht, was zu Erdogan halt noch zu sagen. Also, seitdem halt Erdogan mit Putin eben halt gut ist, wird er vom Westen als der Diktator aufgebaut. Gut, ich sag mal, zumindest das, was so offiziell an Politik da lief, fand ich auch nie unterstützenswert. Aber seit Erdogan nun mit Putin spricht, finde ich Erdogan ehrlich gesagt in positiver Entwicklung. Ich hoffe, dass es auch wirklich im Weiteren zum Friedensprozess führt. Ich weiß es nicht, weil letztlich muss man ja auch Putin sogar anzweifeln, weil er auch Unternehmer ist. Und nichtsdestotrotz aber von Russland sind keine Kriegsschutzpunkte auf der Welt so verteilt wie von der NATO. Und aufgrund dessen allein wäre es ein Fehler zu sagen, Putin ist aggressiv und alles, was sie da aufbauen, die ganze Aggression geht nur von der NATO aus. Und die NATO ist eigentlich die Terrororganisation schlechthin. Und die gehört verboten. Das ist die ISIS. Und Waffenproduktion in Deutschland, das ist Terrorismus. Und sowieso aus den USA auch noch. Und das ist dann irgendwie wirklich vor nicht einem halben Jahr war Erdogan längst noch kein Diktator. Und seitdem eben halt Putin so schnell, von heute auf morgen kann man Diktatoren aufbauen. Und bei Putin klappt es irgendwie auch schwieriger, den versuchen sie ja schon seit über 10 Jahren als Diktator hinzustellen. Und ich muss sagen, es ist schon irgendwie auch eine Kunst, an Putins Stelle zu bleiben, weil ich finde das ehrlich gesagt auch gut, dass er, zumindest so wie es sich bis jetzt verhält, abgesehen davon halt, dass er möglicherweise schon eben halt nicht gerade homofreundlich ist und vielleicht auch Probleme hat mit Frauen und Feministinnen, das kann ich jetzt nicht so sagen, also da sage ich immer ganz einfach durchschnittlich in der ganzen Welt, ich würde die meisten Männer nicht als gerade feministisch sehen, betrachten, und von daher ist er für mich auch nur ein durchschnittlicher Mann. Und jedenfalls, ich finde, zum Beispiel halt war auch in der Popo-Zeitung, diese in Wilhelmsburg war da, sollte ein Theaterstück aufgeführt werden. Ein angeblich aus der Türkei kommendes Theaterstück, was ungeheimlich irgendwie nationalistische Propaganda machen soll, von wegen auch so in Richtung Graue Wölfe und so. Und ich weiß gar nicht irgendwie, ob das wirklich von Erdogan herkommt, diese Theatergruppe. Ich denke, das ist einfach nur, um im Westen Stimmung zu machen. Von dieser Theatergruppe weiß wahrscheinlich Erdogan überhaupt nichts. Und es ist einfach traurig, dass die meisten Menschen leider auch immer diesen Massenmedien irgendwie scheinbar glauben und nicht hinterfragen. Aber andererseits ist es vielleicht auch nur für uns das Gefühl, weil wir ja eben halt übers Internet nicht mitkriegen, wie stark sind wir eigentlich. Ich glaube mittlerweile eigentlich, dass die kritische Masse viel größer ist, als wir es fühlen können. Nur wenn ich mittlerweile aber mich unterhalte und wenn sie es zum Beispiel auch nötig haben, Razzien in Bayern und wo war das noch, irgendwo in Ostdeutschland, glaube ich, gegen Reichsbürger durchzuführen, dann denke ich halt, dann haben sie wirklich eben Angst vor uns. Und ich glaube auch nicht, dass diese Razzien wirklich durchgeführt wurden, sondern dass es einfach Theater ist für uns, damit sich die Menschen davor scheuen, sich so einzusetzen, wie wir es tun. Damit sie eben halt denken, wenn ihr irgendwie was versucht in der Richtung, dann geht es euch so. Dann bekommt ihr die Razzia, dann passiert das wie mit Adrian Ursache, wo ich aber denke, dass selbst Adrian Ursache möglicherweise schon involviert war in deren Machenschaften. Also kann ich natürlich nicht beweisen, nur eine persönliche Vermutung von mir. Okay, so viel erstmal. Ja. Bitte. Hallo, schönen guten Abend. Also ich danke, bevor wir reden von der Außenpolitik und so weiter, wir danken, also, oder wir studieren, das gibt es von hier aus 100 Meter Leute, die schlafen in die Zelt. Und ich danke, das ist sehr wichtig für uns, und das ist sehr wichtige Themen.
alles außer Politiker und so weiter, dass jeder muss wissen, was muss man machen und so weiter. Ich denke, das ist sehr wichtig. Diese Leute, die schlafen im Zelt unter die Brücke und so weiter in Deutschland. Danke vielmals. Ja, danke schön. Genau, ich wollte noch mal auf meine Vorrednerin eingehen, weil mir ist da auch noch was hängen geblieben. Jetzt, ich habe nämlich gerade, als es um die Türkei ging, da haben sich ganz viele Leute jetzt da hinten in kleinen Grüppchen gesammelt und darüber geredet. Und ich wollte dann noch mal eine Sache sagen, die ich wirklich nicht verstehen kann. Da gab es ja den Vorstandsvorsitzenden der türkischen Elternvertreter, Herr Karabulut oder Karabulut oder so. Und der hat gesagt, dass die Deutschen eine minderwertige Hunderasse sind. Und das Ganze haben dann auch 20 Leute als volksverhetzend angezeigt. Und er ist immer noch im Amt und Würden. Der ist, glaube ich, noch gar nicht zurückgetreten. Und da muss ich wirklich sagen, das kann ich nicht beim besten Willen nicht verstehen. Das wundert mich doch wirklich sehr. Da hätte es doch bei allen anderen Menschen sonst schon bei viel weniger. Ich habe gehört, dass sogar Moderatoren ihren Job verloren haben, weil sie über Autobahnen geredet haben oder so. Also das wundert mich doch wirklich sehr. Und ich würde auch bitten, den Herrn Karabulutu oder so, dass der doch dann auch bitte selbstständig dann das Handtuch wirft und dann zurücktritt. Also das muss doch wenigstens drin sein. Und da gibt es, glaube ich, noch mehr zu sagen. Ich wollte sagen, das ist von den ganzen Türken-Geschichten, die wir in letzter Zeit hören, eigentlich für mich die skurrilste. Und das kann ich auch beim besten Willen nicht verstehen. Aber ich möchte sagen, hier spricht jeder für sich. Jeder Beitrag steht für sich. Ja, also keiner wird hier in einen Hut geworfen. Diese Meinung, die ich gerade gesagt habe, das betrifft nur mich. Und das finde ich so. Und genau. Und vielleicht sehen das ja andere Leute anders oder haben dazu noch was zu sagen. Mich würde das mal interessieren. Mich würde es auch mal interessieren, wie das türkische Elternvertreter so sehen, wenn die hier gerade mal zufällig auf dem Jungfernstieg unterwegs sein sollten. Oder wenn wir hier vielleicht einen Türken auf dem Jungfernstieg hätten, der das irgendwie auch mitbekommen hat, würde mich das interessieren, wenn der mal was dazu sagen könnte. Ja, ich bin zwar kein Türke, aber ich habe mal gelesen, dass der Islam, weißt du, der Islam, wie soll denn da sein, der Herr ist mein Hirte und soll mich auf einer grünen Weide almen, auf einer grünen Alm weiden. Also, der Islam ist ja gläubig und wir sind wohl die Ungläubigen. Im Islam steht wohl geschrieben, dass die Gläubigen, die Moslems in dem Fall, das Land der Ungläubigen bekommen. Irre ich mich da oder holt er jetzt, der Mr. Ichdu Erdogan, holt er sich jetzt seine Beute ab oder was ist hier los? Wie viele christliche Kirchen gibt es da drüben in der Türkei? Ja, ich meine, ich bin nicht gläubig, ich möchte gerne wissen. Aber dennoch möchte ich gerne wissen, wie viele Deutsch-Türken... Hallo, dazu kurz. Ich weiß, dass es in der Türkei 3% Christen gibt. Und in Istanbul mindestens gibt es Kirchen und ich glaube in Izmir und in so, da was früher eben halt eher zu Griechenland gehörte. Okay, und wie viele solche religiösen Einrichtungen haben wir von Ihnen hier drüben, also von den muslimischen? Kannst du das sagen? Also ich weiß zumindest, dass es hier keine Minarette gibt. Es gibt Moscheen, also in Hamburg. Denke ich mal, wie viel gibt es denn in Hamburg oder wie viel gibt es denn in Deutschland Moscheen? Wie viel prozentual das ist denn hier? Das weiß ich nicht, weil ich mich damit leider mit religiösen Sachen eigentlich nicht so beschäftige. Naja, ich weiß jedenfalls, dass der Unterschied, warum wir Menschen uns hier ärgern, ist ja, weil es andere Menschen gibt, die sich über uns ärgern. Und der Unterschied ist zwischen also den Menschen hier und den Menschen da drüben, ist die Erziehung. Die Zucht sozusagen, die Erziehung, beziehungsweise Religion ist ja Erziehung, ist ja Information, ist ja die Schule. Ja, wie wir die erzählt bekommen, was das Außen wohl beinhaltet und wie wir damit umzugehen haben. Ja, also ich denke mal, wir kämpfen und rüsten nicht auf gegen Außerirdische. Eventuell vielleicht doch, vielleicht sind die Außerirdischen ja an unserer Seite und quatschen uns voll. Guck mal, da oben haben wir wieder ein paar Erden entdeckt, wo ihr raufgehen könnt, wenn ihr hier fertig seid. Oder wenn wir mit euch hier fertig sind. Aber letztendlich rüsten wir nicht auf gegen irgendwelche Aliens oder gegen irgendwelche Parasiten oder ich sage jetzt mal
Mikroben, sondern wir rüsten auf gegen andere Menschen. Wir werden also immer in Schach gehalten gegen unser eigenes, anderes eigenes Ich. Ja? Wer ist denn derjenige, welcher 40.000 Wissenschaftler auf der ganzen Welt, die besten Wissenschaftler, zusammengesammelt hat in den 40er Jahren im 20. Jahrhundert? Hat sie alle an einem Ort in der Wüste, in einem künstlichen Stadt zusammengefercht, sie instruktiert, sie bezahlt und sie zum Schweigen aufgerufen für ihre Arbeiten. Und die Wissenschaftler wussten nicht, dass sie eine Atombombe zur Existenz bringen. Und als sie fertig waren, waren sie sehr erstaunt und erschrocken. Also, wer ist der Geist dahinter, der dieses arrangiert? Wer ist der Geist, der aus den Juden das macht, was sie hier auf dieser Welt machen? Ganz kurz, bevor du jetzt einspringst, ganz kurz. Wer schreibt diese Bücher, die sie lesen müssen? Wer hat das angeordnet? Ich sage aber Folgendes. Diese 10 Gebote, die Moses den Menschen gebracht hat, oder diesen Menschen, die gelten nicht für uns. Wir brauchen nicht zu wissen, dass wir nicht töten sollen. Außer wir haben Hunger. Also ich nicht, ich bin Vegetarier, ich brauche das nicht. Ja? Wir wissen das. Also, warum wird uns das immer vorgesagt, dass wir nicht töten sollen oder die Nachbarsfrau begehren sollen? Weil wir vielleicht entmenschlicht werden sollten? Ich sag dir eins. Jeder, also dir, mein anderes Ich, jeder, der sich nicht einreiht in das Lebensbejahende und sich nicht selbst beherrscht, sondern anderen beherrschen möchte, der zergeht. Weil die Entwicklung des Bewusstseins der Menschen, der Wesen, der Tiere, der Pflanzen erhöht sich. Das Licht wird heller. Und es geht darum, Evolution durch Kooperation. Du bist ein Mehrzeller, bitte. Genau, ich wollte jetzt nochmal einmal dein Wir ein bisschen relativieren. Ich hoffe, dass jeder nur in seinem eigenen Namen spricht hier als Mensch und dass wir erstmal nur zusammen, aber doch getrennt sind. So möchte ich das auch begreifen hier. Und ich wollte noch einmal zum Thema wieder zurückfinden, weil ich das ein bisschen schade fand, gerade dass wir dann wieder vom Thema abgekommen sind. Und ich wollte nämlich noch was ergänzen, was ich eben gerade gesagt habe. Ich selber fühle mich durch minderwertige Hunderasse überhaupt nicht beleidigt. Denn ich mag Hunde wirklich sehr gerne und habe damit überhaupt gar kein Problem. Ja, und wollte damit, um das Ganze nochmal zu entschärfen, nochmal sagen, dass mir der Hund das Liebste sei. Sagst du, oh Mensch, sei Sünde. Der Hund ist mir im Sturme treu, der Mensch dich mal im Winde. Ja, vielleicht versteht dann Herr Bulutku oder so besser, oder vielleicht versteht dann auch einige die Metapher besser. Was ich aber wirklich bedenklich finde, ist, dass man, oder was ich, wofür ich auch dankbar bin, wofür ich dem Mann eigentlich dankbar bin, ist, dass der mal wieder diese Widersprüche aufzeigt, denn wir messen die ganze Zeit mit unterschiedlichen Maßen. Es gibt hier, und das fällt da wirklich sehr auf, es gibt hier kein gleichwertiges Recht, und das wird die ganze Zeit mit unterschiedlichen Maßstäben hantiert. Und das finde ich sehr schade, weil wenn der Maßstab sich die ganze Zeit ändert, dann hat man gar keinen. Und genau, das wollte ich nochmal sagen, und ansonsten würde mich nochmal interessieren, wie andere Leute das so finden, dass der Herr Karabulutu noch in Amt und Würden ist, wenn er das überhaupt ist. Vielleicht hat er heute Abend schon das Handtuch geworfen, aber anscheinend nicht. Und das würde mich interessieren. Also du hast es beim ersten Mal richtig ausgesprochen, Karabulut. Ja? Nicht Blutlu. Zumindest denke ich jedenfalls. Könnte auch Blutlu heißen, tatsächlich. Und genauso wie der DITIB, also das ist die Islamische Gemeinschaft Deutschland irgendwie halt so, ne? Und der soll ja halt an Facebook oder sowas erst auch irgendwie Kommentare abgegeben haben, die irgendwie ziemlich daneben waren. Allerdings hat er dann halt sich dazu geäußert, dass man das irgendwie aus dem Zusammenhang gerissen hätte. Jetzt frage ich mich halt bei diesem Herrn Karabulut, ob das nicht auch so ähnlich passiert ist, weil sich so auszudrücken, ist ehrlich gesagt nicht nur eigentlich rassistisch, sondern auch einfach menschlich ziemlich daneben, was
in der türkischen Kultur allgemein nicht üblich ist. Und nichtsdestotrotz, aber diese rassistische Äußerung, wenn er denn so von ihm gegeben wurde, erinnert mich aber genauso an, an das Zitat von Sarrazin, wo er eben halt Migranten damit so ausdrückte, dass wir, ich bin halt Migrantin, die das Bildungsniveau in Deutschland senken würden, weil wir eben halt dümmer seien und so. Ne? Und das ist genauso rassistisch und das ist genauso daneben. Und für mich ist Sarrazin ziemlich der Rassist und dieses Buch von ihm würde ich auch aufgrund dessen mir nicht mal angucken. Hallo meine Damen und Herren, mein Name ist Berat. Ich äußere mich hier zu dem Frieden. Ich wollte mit meinen paar Wörtern mal die Menschen wundern lassen. Also der Frieden ist für mich, wenn die Obdachlosen was kriegen und die Reichen ärmer werden. Ich finde, dass diese Erde viel zu ungerecht ist. Jeder sollte fair behandelt werden wie ein Mensch. Kein Rassismus mehr. Martin Luther King war ein Ehrenmann. Er hatte einen Traum. Nur einen Traum, dass keiner diskriminiert wurde. Und die haben es auch geschafft. Ein Jahr lang kein Bus fahren, kein Bahn fahren. Gar nichts. Und ich bin der Meinung, dass jeder Mensch gleich behandelt werden soll. Ob schwarz, weiß, Muslimen, Juden oder Christen. Freiheit für die Menschheit. Alhamdulillah. Dankeschön fürs Zuhören. Vielen, vielen Dank, ehrlich. Moin. Mein Name ist Movin. Ich äußere mich genau wie mein lieben Bruder Berat. Frieden ist... Entschuldigung, dass ich lache. Ich bin ein bisschen nervös. Also, ist ehrlich so. Frieden ist so, alle sollen gleich behandelt werden, ob arm oder reich, schwarz oder weiß, alle Menschen sind gleich. Und ob Islam, Jude, Christ, Atheist, Sunniten, Schiiten, alle sind gleich, Mensch ist Mensch. Dankeschön. Und ich möchte eine Aussage machen. Wir haben alle einen YouTube-Kanal. Special BBTV. Berat, der gerade auch hier war, ist Rapper. Wie bitte? Special Habibi TV. Ey Junge! Special Habibi, was ist das? Also, mein Name ist Samir und mein lieber Freund Berat, der auch als erstes was gesagt hat, er macht natürlich ein Rap, also ein Freestyle darüber, über die, ja, was soll man sagen, über den Alltag und über die Obdachlosen und ja, das wollen wir wissen, ob es ihn interessiert. Also das ist unser Freund Bernhard. Ein Applaus bitte! Dankeschön. Alles gut, Dankeschön. So, und noch ein paar Wörter wollte ich noch mal sagen. Also die Politik ist ganz unnötig. Wie gesagt, also Obama war ja der Präsident von Amerika, sage ich mal. Ja, Amerika natürlich. Also ist er doch auf jeden Fall. Und Donald Trump macht zu viel Politik, Leute, wirklich. Er will eine Mauer in Mexiko aufbauen, zwischen Mexiko. Er sagt, die Mexikaner sollen das bezahlen und es selber aufbauen. Was sind das für Gerechte? Ich bitte euch. Ehrlich, man sollte ein bisschen Frieden zeigen, man sollte Mitleid zeigen, Respekt zeigen. Nicht so wie Dreck behandeln, nur weil man da kifft, Joints anzündet und alles dreht und drum und dran. Das geht doch nicht. Und in Deutschland haben wir das Problem, dass die Obdachlosen hier auf der Straße schlafen. Merkel hat doch ein großes Gebäude, wo noch Tausende von Asylanten reinpassen, oder nicht? Oder nicht? Alle meine Hände hoch, gegen das alle Hände hoch! Dankeschön. Und ja, jetzt kommt mein Kollege nochmal Mobin an das Mikrofon. Abonnieren. Stimmt auf hinein. Also. Ich habe noch eine Frage. Wird das in den Fernseher? Entschuldigung, hallo Kameramann. Entschuldigung. Ist das, sind Sie beim Fernseher? Auf YouTube? Wie heißt der YouTube-Kanal? Hamburger Mania. Hamburger Abendblatt? Magenblatt? Wann wird das rausgestellt? Da. Ja, da darfst du, ne? Also, ich will auch was gegen Donald Trump sagen, oder wie der Typ heißt. Nein, ich will auch was sagen. Aldi, sei leise! Also, Donald Trump
er will, dass in Amerika keine Iraners kommen. Generell keine Muslime oder so. Das kann man gar nicht akzeptieren. Das ist nicht menschlich. Er soll sich selber mal angucken. Weil das soll keine Beleidigung sein oder so. Scheiße! Gehen wir wieder zurück zur Türkei, Digga. Scheiß drauf. Also, man muss eigentlich Frieden zeigen. Weil manchmal, also als noch Anschlag in Frankreich war, hat doch jeder so geteilt und so. Facebook, Hintergrund, mein Beileid in den Händen und Flagge in der Pose. Keiner wurde Türke, doch jeder wurde Franzose. Aber jeden Tag ist ein Krieg. Zum Beispiel in Afghanistan. Palästina, Israel, alles, keine Ahnung, was noch. Saudi-Arabien, überall. Man muss ja noch nicht ein Land so unterstützen, einen auf dem. Man muss einen auf den jeden Land unterstützen, so, wissen Sie? Und ja, was gibt's noch? Wollen Sie noch sagen? Ich weiß gar nicht, ob ihr es mitgekriegt habt, aber ich habe ja gerade eine Frage gestellt wollte da nochmal Bezug drauf nehmen, weil ich fand das nämlich auch spannend, weil Lilly, die Vorrednerin, eben gerade nochmal auf mich eingegangen ist und sofort von Sarrazin als Vergleich gezogen hat. Und ich wollte das eigentlich, genau das eigentlich umgehen oder genau das fand ich halt interessant. Wir haben ja eben gerade auch gesagt, oder ihr habt auch gerade gesagt, alle Menschen sollten gleich behandelt werden. Aber mir kommt das so vor, als ob wir oft mit unterschiedlichem Maß messen. Und wenn der Elternvertreter einer türkischen Elternvertretung sagt, die Deutschen seien eine minderwertige Köterrasse, dann frage ich mich doch sehr, ob da Sarrazin was mit zu tun hat oder warum das dann sofort mit gleich als erstes immer gleich so erwähnt wird, als ob man darüber, das hat ja eigentlich mit Sarrazin gar nichts zu tun. Darf ich aber man könnte natürlich sagen, weil Sarrazin ein Deutscher ist, der gesagt hat, dass er so und so ist, da hat natürlich der Herr Buhutu dann das Recht, zu sagen, naja, dann mache ich eine Retour. Wenn du sagst zu mir Arschloch, darf ich zu dir auch Arschloch sagen, du bist es selber. Wenn wir da natürlich Auge um Auge, Zahn um Zahn spielen wollen, dann frage ich mich, ob das so gut gehen kann und ob wir damit so gut fahren. Das fiel mir nur so auf, weil ich hab ja sozusagen meine Rede beendet oder meinen Einwand beendet damit, dass ich gesagt habe, ich sehe hier, ne, das wird doch nicht gleich behandelt. Ne? Sarrazin ist zum Beispiel nicht in Amt und Würden. Ich habe Sarrazin selber im Fernsehen mitbekommen in einer Diskussion, wie er das selbst gesagt hat. Von daher ist das jetzt, was ich gesagt habe, nicht aus dem Zusammenhang gerissen. Und das meine ich eben halt bei Kara wurde. Ich weiß es selber nicht, eben halt, ich habe ihn nicht selbst reden hören, ob er das gesagt hat. Und ich habe halt bei Facebook diese Kommentare, die kann man natürlich ausschnittweise herausgeben. Und was nämlich zum Beispiel dieser DITIB-Vorsitzende oder sowas gesagt hat, er hat jemanden zitiert. Und wenn du jemanden zitierst, dann kannst du es nur wortwörtlich machen. Und wenn er jemanden zitiert, der eben halt sowas Blödes von sich gegeben hat, dann ihm das zu unterstellen, als ob er das gesagt hätte, dann ist das ja irgendwie halt Zensur. Ja? Das ist ja alles gar nicht passiert. Diese Lidik-Geschichte hast du wahrscheinlich nicht so verfolgt, wie ich es verfolgt habe. Und ich glaube, in diesem gleichen Zusammenhang, es ist nicht von ohne, dass sie jetzt heute zur Zeit unheimlich Hetze machen gegen Erdogan und gegen die Türkei und damit dann eben halt überhaupt irgendwelche islamischen, angeblich nationalen türkischen Menschen gleich halt Faschismus anhängen wollen. Die sind alle diktatoranhängig, alle Anhänger von Erdogan sind jetzt Arschlöcher. Während sie halt vor einem halben Jahr halt Stadien mit 40.000 Menschen halt vollkriegen durften und so, ist das plötzlich halt verboten in so einem kleinen Klecksdorf, Gaggendorf oder Gaggenau, wie auch immer das hieß, hat er da halt dem Minister da Redeverbot erteilt. Reicht doch jetzt irgendwie. Erdogan ist selbst das allergrößte Arschloch, aber das war am Rand. Ah, stopp, da stimme ich Ihnen nicht ganz ja, zu. Ja, glaub mal, die Massenmedien lügen, ey. Erdogan ist ein Ehrenmann. Erdogan ist ein Ehrenmann. Bruder, sei mal kurz leise, jetzt ehrlich. Wäre Erdogan nicht der Präsident von der Türkei, würde es keine Moscheen geben, keine Frauen mit Kopftüchern. Und das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja alle Religionen respektieren, gleich. Wie die Christen und Juden und Muslime, wie gesagt, gerade schon.
Einmal bitte einen Applaus. Applaus, Applaus. Und jetzt kommen wir noch mal zu der Sache mit Frieden bei einer Beziehung. Ihr kennt doch die Geschichte von Pietro und Sarah. Und Alessio natürlich, der arme Junge. Und ich verstehe jetzt das ganze Problem nicht. Wenn ein Junge das Mädchen verarscht, ist der Junge das Arschloch, weil er es verarscht hat. Weil er sie verarscht hat. Und wenn das Mädchen den Jungen verarscht, ist der Junge wieder das Arschloch, weil der Junge kein Mitgefühl zu diesem Mädchen gegenüber zeigt. Das finde ich ungerecht und das sollte sich ändern. Und was sollte ich noch sagen? Und tut mir einen Gefallen. Wirklich, abonniert mich alle auf Instagram. Berat-049. Ich wiederhole, schreibt's auf. Berat-049. Und alle, die auf der Straße leben, auf dem Boden liegen, ich verspreche euch, jedes Mal, wenn ich euch sehe, werde ich mindestens 1 Euro in eure Spardose reinschmeißen. Ich verspreche es euch. Jeder sollte ein warmes Zuhause haben. Jeder sollte eine warme Mahlzeit haben zu Hause. Jeder verdient das Recht, eine Meinung zu haben, ob es Krieg gibt oder nicht. Also, wer ist denn hier obdachlos? Niemand, Digga! Achso! Also, ich hab noch was zu sagen. Oder nein, Ali, fang du mal an. Ich muss überlegen. Warte, sag. Los, redet doch mal! Also, eine Frage. Es gibt ja Leute, die gegen den Islam ist, gegen Ausländer oder so. Haben wir vielleicht hier ein paar Anti-Muslim oder Ausländer? Nein? Nein. Gut. Ja, dann erzähl weiter, Ali. Ey, dann komm her. Zum Beispiel bei Pietro und Sarah. Ja, also, schau mal eine Frage. Wer ist denn gegen Erdogan? Also gegen den bitte einmal melden. Präsident. Wer ist gegen ihn? Bitte einmal melden. Keiner? Okay. Hat jemand noch was zu sagen oder so? Vielleicht, ausnahmsweise? Wer ist dieser Erdogan überhaupt? Erdogan ist der türkische Präsident. Aber was sind so seine Ansichten, Brudi? Ja, ich weiß es nicht. Ja, ich bin kein Türke. Ali, erzähl. Bei Gott. Bei Gott. Unsere Show ist zu Ende. Tschüss, Leute. Okay, Leute, Ladies and Gentlemen, danke für den Auftritt. Ja. Ich bin jetzt aber immer noch ein bisschen enttäuscht, ne? Denn an meiner eigentlichen Frage geht, glaube ich, gar keiner mehr drauf. Ich wollte nochmal sagen, dass ich das Zitat hier auch nochmal habe von Spiegel Online, der Artikel, das sage ich nochmal für Lilly. Ja, die sagt natürlich, das stimmt jetzt nicht, weil das im Spiegel Online steht. Ich glaube, solche Rückschlüsse kann man nicht ziehen. Ja, also, ne? Aber trotzdem, das Mikrofon ist offen. Jeder spricht hier für sich, jeder Beitrag ist für sich. Ich bin jetzt hier ein bisschen durcheinander gekommen, ich bin in einer unvereinbaren Situation. Ich muss mich jetzt selber moderieren, darum moderiere ich mich selber ab. Ich bin jetzt noch der Moderator und komme jetzt hier nicht mehr zu den Inhalten. Die Inhalte können jetzt gerne hier schaffen weiter. Und weil es hat sich leider niemand gefunden, der mich moderieren möchte. Und das wäre schön, wenn sich mal vielleicht auch jemand finden könnte, der mich moderiert. Also wenn ihr Lust habt, auch mal Moderation zu machen hier, seid ihr auch herzlich dazu eingeladen. Müsst ihr nur vorher da sein und bis zum Ende bleiben. So, gewaltfrei, jugendfreundlich und in guten Ton geht's weiter. Und Lilly, bitte nicht mich ansprechen, sondern bitte wieder zur Öffentlichkeit. Denn ich bin jetzt wieder nur Moderator. Ich muss mich jetzt da rausziehen, weil mich leider keiner mit dir moderieren möchte. Also es bezieht sich trotzdem halt auf das, was er gesagt hat. Also ich weiß jetzt nicht, ob er selbst erwähnt hat, dass er diesen Karablut-Kommentar eben halt aus dem Spiegel Online hat. Und ich weiß ja nicht, ob Sven auf den Protest wachen gewesen ist beim Spiegel Verlag, wo wir halt gegen die Lügenpresse protestiert hatten. Und ich glaube, ich habe mit allen Zeitschriften, auch mit unseren sogenannten verschwörungstheoretischen Seiten, habe ich auch meine Probleme. Auch wenn ich jetzt Christoph Förster zum Beispiel als den besten Journalisten jetzt zurzeit halte, habe ich aber auch an ihm gewisse Skepsis. Ich finde es irgendwie einfach verwunderlich, warum er eine Partei gegründet hat, wo ich denke, meine Güte, dieser Mann war in Irak, der war in Afghanistan gewesen, der war schon seit Jahrzehnten in diesen ganzen Kriegsgebieten. Wieso hat er nicht geschnallt, dass man mit Parteien nichts, gar nichts verursachen kann, also verändern kann? Das verstehe ich einfach nicht. Wo ich denke, Mensch, dieser Mann ist doch sonst wie klug. Aber auf einmal ist er dann halt wieder total naiv. Oder ist er beeinflusst?
Ja? Und deswegen, was Spiegel Online schreibt, was Focus schreibt, was Stern schreibt, was Taz schreibt, was Junge Welt schreibt, was auch Kompakt schreibt, hinterfrag ich, glaube ich nicht unbedingt alles. Und das meine ich. Und während ich ihm halt Sarrazins Rede persönlich im Fernsehen gehört habe, gesehen habe, wie er das ausgedrückt hat. So. Ja? Und deswegen halt, wenn er halt so etwas hier vorbringt, dann sollte er auch ihm halt sagen, woher er das auch hat. Das habe ich nämlich nicht mitbekommen, dass er das von Spiegel Online hat.